auf Andres. Aber Schuss vorbei. Gocic. Riedel an der blauen Linie. Abgefälscht. Tor. Tor für Gocic. Den ehemaligen Kaufbeurer in seinem ersten Spiel für die Dresdner Eislöwen kommt da gleich zum Torerfolg. Da von der blauen Linie Riedel mit dem Schuss aufs Tor und dann wird Gocic nicht wirklich daran gehindert. Da sehen wir es, zwei Dresdner vorm Tor. Das ist natürlich eine gute Chance. Und jetzt Marvin Schmidt an der Grundlinie. Das war ja ein kurioser Treffer. Den hat er überhaupt nicht so gewollt. Wenn ich es richtig gesehen habe, springt der vom Verteidiger am kurzen Pfosten rein. Wir schauen uns das hier direkt nochmal an. Marvin Schmidt fährt da zur Grundlinie. Möchte dann eigentlich in der Mitte Juma Grimm anspielen. Aber dann... Ich sehe es gar nicht, wer es von den Dresdnern ist. Bruno Riedel da mit dem Stock oder dem Schlittschuh. Auf jeden Fall lenkt er die Scheibe ins eigene Tor. Vielleicht sehen wir es aus der Hintertorperspektive noch mal ein bisschen besser. Jetzt rechts im Bild sehen wir nicht. Marvin Schmidt. Jetzt kommt gleich der Schuss. Ja, ganz unglücklich für Bruno Riedel. Von Upleger da auf. Die Nummer 9, Leblanc. Nochmal! Tor! Tor für Upleger. Diesmal macht das direkt. Nicht mit dem Pass auf Leblanc, sondern direkt aufs Tor. Schauen wir mal drauf, was da passiert ist. Hier sehen wir den Querpass auf Upleger. Ja, ist ein bisschen viel Verkehr. Ich kann mir vorstellen, dass Slezak da vielleicht den Puck abfälscht. Oder Lauri Kainen da die Sicht nimmt. Hier sehen wir es nochmal. Ja, schlägt da über der Stockhand ein. Jetzt von hinten sehen wir vielleicht nochmal, ob da jemand dran war. Ja, ich glaube, da war Slezak. Dresden jetzt in der Powerplay-Formation. Und wieder Pfiff. Ah, Tor! Jetzt wollte ich gerade erzählen, Pfiffe wieder gegen Hammond. Aber dann das Tor von Suvanto. Vom Pulli-Kreis aus. Unglücklich über die Fanghand von Lauri Kainen drüber. Schauen wir mal hin. Da bekommt er den Pass von Hammond. Ja, kann gut sein, dass da der Schläger von Giles da dran. Schauen wir mal hin. Ah ja, er trifft. Trifft wahrscheinlich den Puck und den Schläger. Und damit geht der Puck in eine unvorhersehbare Richtung. Da sehen wir es. Alles gut. Derweil Dresden wieder angebrochen. Gefährlich! Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Die Eisbären müssen aufpassen, dass sie nicht noch eins kassieren. Und jetzt haben sie leider noch eins kassiert. Unglücklich, zugegeben, aber da sehen wir es. Der Schuss dann abgefälscht von, ich glaube, Patrick Demitz war es. Eh schon Glück, dass es kein Eigentor wird. Lauri Kainen kommt dann noch mit dem linken Schoner, muss sich da weit strecken. Aber dann liegt da der Puck und es ist Drews, der ihn nur noch über den Schoner drüber hebeln muss. Und somit 1:4. Die letzten 5 Sekunden dieses Bulli noch. Demetz bringt den Puck nochmal auf Slezak. Und damit ist die Partie gelaufen. Die Eisbären aus Regensburg verlieren mit 1:4 gegen die Eislöwen aus Dresden.